Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich muss doch mal mein Erstaunen zum Ausdruck bringen, wie ich auch selber immer wieder in die Falle hineinlaufe, wenn ich mich über etwas ärgere oder über eine Person ärgere oder so etwas. Also da dauert es bei mir doch auch immer noch mal, was weiß ich, ein paar Stunden oder manchmal auch einen halben Tag oder so, bis ich den Abstand finde, zu gucken. Muss ich so denken? Also ich habe ja dann, ich habe jetzt hier so ein konkretes Beispiel vor Augen gerade, eine Person, die ich ja dafür verantwortlich mache, dass da also so eine Stimmung völlig durcheinander geriet. Und da mal zu schauen, muss ich so denken, was hat das mit mir zu tun? Wieso gebe ich so viel Raum und so viel ja, Möglichkeiten dieser Person sozusagen da mir und der Stimmung einer Gruppe in die Suppe zu spucken? Oder auch mal mich in die Lage dieser Person hineinzuversetzen. Was hat die eigentlich angetrieben? Ne? Das war so eine Gruppe, die sich da traf. Wieso ist die eigentlich da plötzlich so umgeschwenkt und wieso, ne? Also da nochmal hinter zu gucken, also es lässt mich deutlich ruhiger werden, wenn ich dann diese Möglichkeit habe, das mal mit Abstand zu sehen und weil ich immer denke, irgendwie so, was ist mein Anteil daran oder was kann ich daraus lernen? Ne? Also ich weiß zwar nicht, ob alles wirklich immer so dafür da ist im Leben, dass ich daraus lerne, aber ich weiß, also ich habe mich aufgeregt über, was weiß ich, tagelang kein Internet und stelle dann fest, oh, es geht eigentlich auch mal, es geht auch mal ohne. Und es ist alles nicht so dramatisch, es ist keiner gestorben oder irgendwie sowas. Also da dann mal zu gucken, ne, musste ich mich überhaupt so aufregen oder war das überhaupt so wichtig oder so, diesen Abstand dann zu finden, der ist für mich immer ganz ein ganz guter Weg, um mir selber so auf die Schliche zu kommen. Und da zu gucken und vielleicht auch bei dir, wenn da eine Situation ist, wo du denkst, oh, also was soll das, ich will das nicht, da den Abstand zu finden und zu sagen, muss ich eigentlich jetzt so denken, eigentlich überhaupt, ist das so wichtig oder was könnten die Gründe für die andere Person sein oder so. Also das macht das Durchatmen deutlich einfacher. Und dafür drücke ich dir alle Daumen und sage Tschüss.